Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shadow of the Colossus, Part 3 im Kampf gegen das riesen Kolosspferd. Und ich habe ehrlich gesagt keinen richtigen Plan, was ich noch tun soll. Ich könnte es mit einer kleinen anderen Taktikänderung versuchen. Das Vieh will mich doch töten. Ich wollte schon sagen, nicht auf Aggro zielen. Zwar im Moment Aggro, aber es hat mit dem Pferd nichts zu tun. Sondern mit dem Pferd. Ja, ich bin hier. Vielleicht soll ich mit diesem Hügel probieren. Mir ist die Idee gekommen, dass das vielleicht besser klappt, wenn ich auf dem Hügel bin. Wer weiß. Vielleicht hat er dann meine Spur eher. Aber das Ganze ist noch verkehrt rum. Ich will ihn aber erstmal herlocken. Kann ich nicht irgendwie doch pfeifen? Ich jedenfalls gehe jetzt erstmal hier rein. Das Vieh hat auf jeden Fall seine Aggro-Phase. Was randaliert es da eigentlich jetzt so rum? Ich sehe schon, so wird das noch nichts. Der muss in die Höhle gucken. Man sein Auge treffen ist gar nicht leicht. Aggro ist ja gut. Hui. Der schadet mir nicht ernsthaft dadurch. Wow. Das fühlt sich so an, als würde er die ganze Höhle zerlegen. Sieht mich. Kann es sein, dass er nie die Spur von mir verliert? Irgendwie ja. Leute, das wird mehr als noch lang dauern, schätze ich. Jetzt weiß ich wenigstens, wie ich ihn rufen kann. Ich hab's herausgefunden. Gut, das könnte mir den Kampf erleichtern. Wenigstens muss ich nicht immer auf irgendwelche Schwachstellen zielen. Und ich kann ihn auch aus dem Tunnel herausrufen. Das ist perfekt. Ich muss ihn nur dafür anvisieren. Ja. Gut. Ich hab's, Leute. Oh Gott. Dann schüttel mich aber bitte nicht so ab. Es war schwer genug, zu dir hinzukommen. Der wackelt ganz schön. Ich verliere gleich schon meinen Grip. Oh Gott, nein!
Es hat lange genug gedauert, darauf zu kommen. Dann muss ich nicht noch meinen Grip verlieren. Das Ding hat gar nicht mehr aufgehört zu wackeln. Aber ich kann jetzt wenigstens locken. Das Problem war, dass ich den nicht anvisiert hatte. Vielleicht kann ich ihn schnell genug wieder locken, dass er die Höhle angreift. Los, versuchen wir es. Tatsache ist, ich war die ganze Zeit auf dem richtigen Dampfer. Alles, was ich gebraucht hätte, wäre das Anlocken gewesen. Gut. Dann machen wir die wieder. Ich stehe auf dem Hügel Nummer und du kommst her. Na los. Gut. Fehlt nur noch ein Plan, wie ich von seinem Kopf runterkomme. Sein Rücken wäre schon hilfreich. Dann kann er mich nicht mehr so umherschütteln. Gott. Das hier hat echt Stärke. Er denkt, dass ich da drin bin. Perfekt. Genau das wollte ich. Was? Nein! Wieso? Was ist denn jetzt passiert? Das war die wohl dämlichste Aktion, die ich jemals gesehen habe. Gott, es dauert so lange, ihn dahin zu kriegen. Und dann... wendet er sich ab und geht weg. Wie lange nehme ich denn schon wieder auf? Der Part hat auch schon 8 Minuten. Na los, komm endlich her. Geht doch. Jetzt greift er schon mal richtig an. Scheiße. Na los. Bewegung, Bewegung, Bewegung. 3 Parts und guck mal, wie viel ich ihm abgezogen habe. Der Wichser hat sich nicht ernsthaft umgedreht. Sag mal, was muss ich eigentlich noch tun? Das ist jetzt der 4. Gott. Hm.
könnte jetzt noch weitergehen, aber das würde nichts bringen. Er steht richtig rum. Er spießt die Höhle an. Gut. Wir haben ihn wieder. Ach Gott. Ich habe irgendwie die falsche Stelle zum Aufspringen benutzt. Kann das sein? Gott, jetzt habe ich ihn. Also ich muss sagen, das ist ganz schön gelenkig für ein Pferd. Gut, Kopf. Wie schon so oft. Wow! Man kann es auch übertreiben. Mal, das hier ist die Stelle, oder? Es ist sie. Es macht auf jeden Fall Schaden. Jetzt zahlen wir es dir langsam heim. Okay, die Stelle ist weg. Mal ein bisschen Grip. So, gucken wir mal. Das Ding ist heftig. Ich komme nicht mal dazu zu gucken, wo die Schwachstelle sein könnte. Vorne. Geschweige denn mein Grip. Ich hätte wenigstens gehofft, dass ich auf seinem Rücken etwas sicher bin. Etwas ja. Auf seinem Kopf, oder? War ja nur zu typisch. Nimm das! Ich hab noch einen! Und weißt du, was schön war? Es gibt mehr, wo das herkommt. Payback Time! Nochmal! Stirb! Ich glaub's nicht! Er ist tot! Nach einer Dreiviertelstunde fällt er. Ist man einmal drauf, hat man den Kampf gewonnen. Er ist tot. Koloss Nummer 4 ist tot. Gut Leute, das war's. Bis zum nächsten Part von Let's Play Shadow of the Colossus.